wo findest du die? In welchem Tab? Im zweiten Tab, der zweiten Zeile. Feldunterkunft. Silikon und Graphen. Feldunterkunft, okay. 8000 Byte. Ja. Wo ist das Jetpack? Ich will das Jetpack sehen. Gucken wir doch auch mal im Kleinen. Ja, gucke ich auch gerade. Nee, ich gucke in dem... Tragbarer Sauerstoffmacher. Vor allem, was ist der kleine Sauerstofftank? Können wir da einfach länger... Also können wir, da haben wir da noch mehr Sauerstoff mit bei? Ich glaube schon, wa? Kostet nämlich nur ein Glas. Also es ist voll günstig. Kleine Kamera? Wir können eine Kamera machen. Wofür? Zum Fotos? Ich weiß es nicht. Voranpassung. Feststoff-Sprungbooster. Und ein Hydrazin-Jetpack. Wo? Im ersten Tab. Kostet aber 15.000 Bytes. Da war ich doch gerade. Können wir aber herstellen. Feststoffsprungbooster und Hydrazin-Jetpack. Und Dynamit. Und ein Feuerwerk. Konnten wir Dynamit auch schon machen, Jan? Konnten wir Flutlicht schon machen? Ja. Schade. Konnten wir Leuchtstäbe schon machen? Was ist ein Hämmer? Fragen über Fragen. Keine Ahnung. Ein Hämmer. Organische Ressource. Feststoffsprungbooster. Ach da, das Jetpack da. Ich habe was gebaut. Da? Ich weiß. Ich musste. Ich konnte nicht anders. Was ist es denn? Leuchtstäbe. Ja, aber ach, ich glaube, das habe ich in dem Update auch gesehen. Die kannst du, glaube ich, aufstellen und hast halt Licht automatisch hier überall. Geil, ne? Also, jetzt bringt es nicht so viel. Ich probiere mal, wenn ich die ins Dunkel stelle, sozusagen. Ich komme mal mit. Das ist ideal für mich, weil ich kein Arbeitslicht habe. Ja, mach dir doch mal eins. Und du kannst dann, sie auch? Achso. Weil ich hätte nicht gesagt... Achso. Ich hätte es einfach mal hier runtergeworfen. Ja gut, es macht ein bisschen Licht jetzt, ne? Nee, du zeigst ja noch drauf. Du musst schon dann auch guck mal hier. Du hast doch einen Lichtkegel, du. Wie? Ich kann meinen Lichtkegel ja nicht ausmachen. Nee, aber du kannst weggucken, dann hätten wir gesehen, ob es leuchtet oder nicht. Warte. Hier unten leuchtet's. Das ist ein Wegweiser. Das macht kein Licht, es weist den Weg. Wie? Naja, es ist halt einfach ein Knicklicht. Da, ist halt so ein... Jetzt guck mal weg. Es leuchtet schon ein bisschen. Ja, so ein kleines bisschen, aber nicht um Licht zu machen, sondern um dir den Weg zu weisen. Okay. Als naja, ist auch ziemlich Wegweisen der Wegweiser. So, warte, ja. Wo da sind wir. Deine Plattform ist fertig. Supi. Dann kann ich jetzt hier den Atmosphärenkondensator mal runterbauen. Dann stecke ich hier mal unser ganzes Gas schon mal an. Langen uns erstmal zwei so Tanks voll mit Gas? Meinst du? Bestimmt, ja. Also wir hätten jetzt, glaube ich, 10 Argon. Damit können wir 10 Legierungen machen. Sind das immer 5? Mhm. Warte mal, lass mich mal gucken. Es sind 1, 2, 3, 4, 5. Genau, also 10. 10, den könnten wir mitmachen, ja. 10 Legierungen können wir herstellen. Mhm. Flop. Achso, ich könnte mein Arbeitslicht mal wieder anmachen. Das macht echt einen Unterschied. Das stimmt, ja. Das siehst du auch, ne? Leuchtet bei dir auch. Ja, noch. Ich sehe es hier ein. So, okay. Bitteschön. Wir können noch mehr Gas machen. Was können wir denn hier noch machen? Sonst nichts, glaube ich, ne? Ne, wir können hier nur Argon machen. Ich meine, das kostet ja nichts, ne? Ja, klar. Was war, haben wir? Haben wir? Ne? Was war, haben wir? Ja, genau. Sehe ich genauso. Aber hatten wir nicht, vor allem wenn wir es gerade davon haben, was wir haben, mehr von den Turbinen? Nee, ich sollte nur zwei hier lassen, hast du gesagt. Ach so. Weil die ja eh nicht so viel brachten. Die bringen halt auch also immer noch nichts. Also ich meine, guck mal, was die bringen. Nix. Ja, dabei drehen die hier völlig durch. Ist der angeschlossen? Nö, natürlich nicht. Aber wir können ihn anschließen. Da. Da wollte ich ihn gerade anschließen, bis du mir weggenommen hast. Ich muss doch auch was tun, sonst bin ich wieder wie in der einen Folge so nutzlos. Du bist nie nutzlos, so. Ich glaube aber, dass das nicht funktioniert. Das
war ein Fehler. Matthias schreibt gerade, guck mal, wie krass der Wind ist. Ja, haben wir letztes Mal auch festgestellt, aber es bringt nichts mit diesem Mini-Ding. Also mit den, ne? Genau, mit den kleinen bringt es halt nichts, ne? Wir müssen halt mal die großen. Ist ja eklig. Ich glaube, das können wir hier nicht machen. Aber irgendwo konnten wir den doch machen. Warte, warte mal, haben wir die. Ich glaube, die haben wir noch nie erforscht, weil wir sie immer einfach gefunden haben. Oh. Meinst du? Ja. Ach, ich drücke mal die falsche Taste. Ich bin mir ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Warte mal, Sauerstoff machen. Mittelgroße Windturbine wird uns 2500 kosten. Ein Glas, ein Keramik. Wir haben es noch nicht. Haben wir auf Sylvia. Ja. Hätten wir. Und das mittelgroße Solarmodul kostet ein Kupfer, ein Glas. Gut, das bringt uns ja hier nichts. Ja gut, das habe ich dir schon die ganze Zeit gesagt, dass ich das gerne machen wollen würde. Nur, dass es uns da hier halt nichts bringt. Nee, hier bringt es uns nichts. Nee, aber ich wollte ja unsere Basis gerne mal aufbauen. Ach so. Die mal ordentlich mit Strom versorgen. Ja. Ursprünglich mal. Also wir können auf jeden Fall eine mittelgroße Windturbine können wir theoretisch erforschen und dann herstellen. Ja. Ich bräuchte jetzt allerdings noch Hämmer. Nee, warte, Laterit. Ich gehe mal in die Höhle runter. Ich komme. Okay. Wollen wir auch gleich noch irgendwie Titan mitnehmen, oder? Ja, wäre auch meine Frage jetzt gewesen. Oh, Ich hab's kaputt gemacht. Da ist die Sauerstoffleitung. Ja. Renn hinterher! Genau, ich wollte jetzt sagen, da oben irgendwo dran, dann sollte das schon funktionieren. Ja, wenn du es nicht wieder abbaust, dann schon, ne? Hab ich nicht vor. Oh, ich vergaß. Ich geh nochmal hoch. Was denn? Ja, da ist ein Loch. Das ist der Booster, der verbraucht ja Energie. Ich brauche einen Generator. Ja. Ich hab's vergessen. Wie kannst du nur? Ich werd alt. Ach so. Jetzt müsstest du sagen, du bist alt. Oh. Ich wollte wissen, es ist geplatzt. Dankeschön. Aber trotzdem. Warte. Ich suche gerade noch mehr. Was zum Teufel? Du suchst gerade noch mehr? Ja. Was ist da? Oh nein, ich will mich nicht verlaufen. Ich brauche noch mehr Grünzeug. Rettest du mich? Ich rette dich immer. Eventuell. Du? Ich? Ich weiß nicht, was passiert ist, wann es passiert ist und warum es passiert ist, aber mein, dieser Kanister, weißt du, die Bohreranpassung, die habe ich nicht mehr. Ich fühle mich gerade wie Gronkh in seinen Let's Plays, wo er sagt so, alles bug, alles falsch und so. Und der Zuschauer denkt sich so, oh, das weiß man doch, das hast du da und da liegen lassen. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, wann ich den abgenommen habe. Ich weiß es auch nicht. Also du hast definitiv nichts mehr drauf? Auch auf dem Rucksack nicht mehr irgendwo oder sonst? Mhm. Vielleicht im Lager irgendwo liegen lassen. Also du kannst die dicken Sachen, oder das Schwere, das Blaue unten, das kannst du nicht abbauen? Nee, ja, aber ärgerlich. Hey, dafür habe ich volle Energie, ist doch toll, ne? Ja, und ein Licht. Yay! Eigentlich witzig, dass das keine Energie verbraucht. Das stimmt, ja. Das hätte ich eigentlich auch aber erwartet. Ich hätte es erwartet. Hast du Platz für Laterit? Ja, ich habe eine Menge Platz, ich kann ja nichts abbauen. Gut, ich mache dir mal ein bisschen Laterit. Kann ich dir das von deinem Rucksack klauen? Nein, aber du kannst es mir hinter meinem Hintern wegnehmen. Voll. Das sieht echt eklig aus. Also ich sammle hier echt Scheiße ein, habe ich so den Eindruck. Ich war beim Mexikaner. Ich habe viel gegessen. Es sieht auch echt unangenehm aus, muss ich sagen. Warum? Weil es spitz ist und rund? Ja. Ja. Ach, das geht ja, schon. Ja, ich kann nur noch einen oder gar keinen. Kann ich noch einen aufnehmen? Einen kann ich noch, aber dann bin auch ich voll mit Laterit. Vielleicht gestorben und beim Rucksack ausräumen nicht mitgenommen. Nee, ich bin eigentlich, oder? Ich bin lange nicht mehr gestorben. Oder verdränge ich das einfach nur? Ich überlege gerade. Ich bin nur oft fast gestorben, glaube ich. Also ich sehe hier die ganze Zeit, dass ich Laterit herstelle, aber vielleicht habe ich es auch... Okay. Hä?
Vielleicht hatte ich auch noch Platz irgendwo. Also rausgeploppt ist nichts mehr. Ja, deswegen ja. Ah, jetzt. Da. Yes. Da ist es. Flup. Da. Achso. Ich fühle mich schon wieder so nutzlos. Wieso? Ach, ja, weil ich jetzt. Wir machen nochmal eine Bohreranpassung für dich. So, warte. Ja, genau. Jetzt machen wir hier erstmal wieder ein bisschen so einen Fußweg, ne? Oh, es ist umgeplumpst. Man muss immer alles kaputt machen. Das ist nicht gut. Ich bin der Kaputtmachbär. Und Generator aus. So. Dann packe ich jetzt einmal ein Lager voll damit. Oh Harz. Nicht nur Oh Harz. Ja, hier ist ja voll tote Hose, ne? Ich suche gerade irgendwas Cooles, aber hier es ist halt ein Eisplanet, ne? Das stimmt, ja. So. Na, na, na. Langsam wird's kritisch, lauf mal ein bisschen schneller. Danke. Was machen wir denn mit unseren Feststoffschubdüsen? Ich glaube, wir kommen mit der müssten wir ja wenigstens zurückkommen noch, ne? Sollen wir. Oh. Ja, ich soll mal an Sauerstoff gehen. Also das müssen wir hier echt nochmal anders machen. Ja, wir können ja eine hier lassen dann, oder? Eine nehmen wir zurück, eine lassen wir hier. Okay. Das klingt nach einem Deal. Das bleibt hier, der Sitz ist wichtig. Ja, okay. Also wir können auch noch Argon, können wir auch noch theoretisch mitnehmen, noch eins. Dann nehme ich nämlich noch ein Laterit wieder auf meinen Rucksack. Weil wir haben nämlich noch eins jetzt fertig, komplett voll. Weil wenn wir es hier bräuchten, können wir es ja hier auch einfach selbst wieder herstellen. Weißt du? Wo sind denn die Forschungsgegenstände jetzt? Ja. Die stehen hier. Hast du die schon eingepackt? Nein, die stehen hier. Einer hier und dann nebendran stand noch einer. Genau, einer passt noch rein, dann sind wir voll. Ich sehe nichts. Ja, steck einfach oben ran. War schon dran, ist los. Ja, genau. Passt. Komplett voll alles. Komplett alles überfüllt. So. Und wir, ne, so dreimal hier gewesen, ist schon alles voller Müll, weil es sieht schon wieder alles so zugemüllt hier aus. Ich dachte, das muss so sein. So, dann gehe ich jetzt nochmal schnell ein bisschen Laterit holen, aber ich hole mir vorher noch Grünzeug. Was mache ich denn so lange? Ich bin hier voll unnütz. Guck mal, ich gehe mal auf Wanderschaft hier. Ich erkunde die Gegend. Tschüss. Oh, ich habe zu viel Grünzeug. Man kann nie zu viel Grünzeug haben. Dann leg das da ab. Bei unseren Generatoren. Was machen wir eigentlich mit dem Lager, was jetzt hier noch so sinnlos rumsteht? Das nehmen wir irgendwann wieder mit. Oder wir brauchen es da. Oder? Boah, weiß ich, ob wir es da brauchen. Naja, mal gucken. Sag mal, brauchen wir so viel Laterit eigentlich? Sollten wir nicht lieber etwas mitnehmen, was wir auf unserem Planeten nicht finden? So wie Malach. Nee, dieses rote, dieses Hämatit? Ja. Haben wir auch noch? Ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen Titan mitnehmen sollen, weil wir brauchen auch viel für Titanlegierungen. Also, das können wir auch mitnehmen. Bitte nicht? Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich Titanit kriege. Yay, 71 Bytes! Ich habe was Gutes gemacht. Gratuliere dir! Ja! So. Das ist alles Laterit. Wo ist denn hier unser Titanit gewesen? Es ist weg. Sind wir echt so weit rein in die Höhle für Titanit? Ja. Ja, wir sind da Sauerstoffleitung ganz bis zum Ende und dann war das da an der Decke und noch ein bisschen weiter. Ja, stimmt, hier ist noch ein bisschen was. Oh, ich komm mal mit, ne? Ja, wir bauen dir jetzt, so eine Border-Anpassung noch als nächstes. Ah, Forschungsgegenstände. Oh, und ich hab Titan gefunden, was viel näher dran ist. Toll! Also richtig nah, also weißt du, so richtig nah dran halt auch. Ist doch gut.
So. Was ich nicht abbauen kann, ne? Verstehst du? Alles klar. Willst du mal einen Flachwitz hören? Einen flachen Witz? Steht im Chat. Steht im Chat. Soll ich vorlesen? Lies mal vor. Achtung. Welches Tier sitzt auf einer Kugel und schreit? Eine Glocke? Welches Tier? Ist mir egal. Das Glockentier. Achtung. Der Kugelschreibär. Oh Mann. Oh, Sauerstoffleitung. Entschuldigung. Stimmt, hast recht. Kommt sofort. Sauerstoff. Sauerstoff ist doch hier. Wird geliefert. Echt? Oh. Oh, da ist aber Glück gehabt gerade. Ist was umgefallen. Ja, Unfall allein ist nicht schlimm. Ja, doch. Die Verbindung ist ab. Und naja, er will wohl den auch nicht mehr. Okay, alles. So, warte mal. Jetzt. Oh, keine Energie. Tja, schade. Also ich hätte ja Energie, ne? Das ist sehr schön. Sag mal, kann man die Bohreranpassung nicht in dem Rucksack auch herstellen? Kann schon sein. Müsste eigentlich, aber ich glaube, du hast das Material dafür nicht. Ich gucke. Mir fällt hier Titanit aus dem Hintern. Wolfram Carbid. Ja, okay, nee, das habe ich jetzt zufällig nicht dabei. Ja, das nächste Mal reise ich gerne wieder getrennt, weil ich kann jetzt nicht sinnvoll irgendwas machen. Doch, natürlich. Es hängt ja nur dran, dass die Bohreranpassung gerade nicht da ist. Ja, genau. Und deshalb stehe ich hier rum und warte auf dich. Ja, wir gehen jetzt ja zurück. Ach, was soll's. Ich habe ein bisschen Titanit hier fallen lassen. Ich eile. Feststoffschubdüse. Wir können dann auch irgendwann mal anfangen, hier unsere Traktoren zu bauen. Oder wir bauen gleich Robert dann hier oben. Dass wir uns hier auch mal ein bisschen bewegen können, ohne dir überall diese endlos langen Sauerstoffleitungen ziehen zu müssen. Ja. Hab ich noch? Nee. Achso, aber da hinten ist ja was dran. So. Dann, wo bist du denn? Ich komme aus dem Boden. So. Plopp. Da bin ich wohl. Hallo. Siehst du, mich hat ein Zuschauer verlassen. Eben waren es 3, jetzt sind es 2. Das ist schade, dafür hast du Matthias. Weil ich nichts mache. Nein. So, dann... Oder wegen des Flachwitzes. Stimmt, deswegen. Wer ist jetzt eigentlich gemeint, da jetzt zu starten? Ja. Soll ich mal machen? Nein. Okay. Dann warte ich. Und ich darf jetzt im Frachtraum sitzen, oder was? Wieso? Ich bin ja schon im Frachtraum. Hä? Nee. So, ich sehe dich nicht. Ist egal, schau einfach an. Ich bin drin. So. Ach ja. Brauchen wir noch was von hier? Nö, ne? Tschüss. Haben wir gerade ein Loch in den Boden gemacht? Ich glaube nicht. Glaubst nicht. Oder lachen wir jetzt einfach, die Schubdüse abfällt, so. Plepp. Doch wieder landen. Oh, sie hat gehalten. Oh, das wäre... So, Sylvia, wo bist du? Das wäre bitter, ey. Atrox, Sylvia. Und los geht's. Wollen wir dann auch nochmal irgendwann einen anderen Planeten angucken? So Sightseeing-mäßig? Ja, auf jeden Fall. Da oben war's. Ich glaube, jetzt müssen wir noch einmal rum. Naja, genießen wir den Ausflug und die kleine Reise um den Planeten rum. Aber das Coole ist, du siehst nämlich hier dann auch, wo denn so diese ganzen anderen Markierungen sind, die wir aufgebaut haben und wo diese komischen Tetraeder-Teile sind. Also du siehst doch die unbenutzten. Mhm. Ja, das steht ja auch noch bevor, ne? Dass wir das müssen wir auch noch machen. Genau, deswegen, ich würde gerne mal irgendwann einen Rover bauen, wo wir auch zusammen wirklich auf einer Sitzbank sitzen können. Ja. Also wäre gleich als erstes mal meinen Kanister suchen, die Bohreranpassung. Das kann ja nicht sein. Das kann doch nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Bist du nicht wirklich mal irgendwo gestorben? Ich weiß es nicht. Aber wenn, dann hole ich doch mein Dingsbuchs wieder.
Ja, aber das ist ja, das hast du ja wahrscheinlich auf den Border drauf geschickt. Da guckst du ja mit Sicherheit nicht hin. Ich guck da nie hin. Natürlich guck ich da hin. Ich nicht. Doch klar. Ja. Da guck, rechts ist grün, links ist rot. Mhm. Schön. Das heißt, wir sind ja um den halben Planeten schon gefahren. Ja, oder halt einmal um den ganzen. Hälfte die eine Richtung, Hälfte die andere Richtung. Da rechts ist orange. Mhm. Unser Haus habe ich immer noch nicht entdeckt. Doch, da kommt's unten. Da ist es. Müssen wir jetzt mal gucken, dass wir auch die richtige Stelle dann erwischen. Aber oh, wir kommen. Guck mal, das unter uns haben wir schon freigeschaltet. Dieses Tetraeder-Teils, das leuchtet ja. Soll ich zu landen? Nein, eigentlich, ich genieße es gerade ein bisschen. Hast du gerade geklickt? Ja. Echt jetzt? Ich wusste nicht, dass ich das kann. weil du kannst ja nur starten. Wie frech. Frech ist, dass du aus der Ladekammer die Rakete startest. Das ist frech. Nein. So, ich will mal wissen, was jetzt hier dieser komische Mineralklumpen, was der hier bringt an Punkten. Das hat sich gereimt.